Hi, seid mir gegrüßt, ihr Nerds. Heute mache ich hier ein Unboxing und zwar geht es um das da. Ich beam das jetzt hier mal rein. Und zwar habe ich mir bestellt hier das Paket hier von Amazon. Ich packe das jetzt hier mal schnell aus. So, das tun wir mal weg. Ja. Hier die Wolfsbox, ich hole mal hier die Kamera ran. Die Wolfsbox, also ein Spiegel für mein Auto. Ja, aber der Spiegel ist was Besonderes. Den hole ich jetzt hier mal raus. Sofern ich das hier schaffe. Ja, komm schon. Ja, er ist ein bisschen widerspenstig. Ich habe hier unten die Folie schon abgeschnitten. So. Und dann machen wir den mal auf. So rum. Hole ich die Kamera dabei. Hier nehmen wir mal die Abdeckung. Hier schön eingepackt. Ja, schön eingepackt, ne? Und zwar ist das eine Dashcam. Die Mirror Dashcam G84.0S und mit Benutzerhandbuch, das braucht man auf jeden Fall, nicht wegschmeißen, weil das Ding kann sehr, sehr viel. Zubehör ist hier ein Adapter für den Zigarettenanzünder und ich sehe gerade, hinten ist sogar USB dran, das ist gut. Ein Tuch zum Putzen für den Spiegel, ein GPS-Modul, eine Rückkamera, die auch permanent, also hinten, was hinter einem passiert, filmt und auch beim Rückwärtsgang automatisch auf Vollbild schaltet, den rückwärtigen Verkehr. Dann zwei Gummistrippen, vier Gummistrippen. Und dann, was ist das hier? Garantiekarte wahrscheinlich. Oder Schnellinstallationsguide, ja, für Leute, die es nicht schnell genug. Ein paar Klemmen zum Ankleben, wo man das Kabel verlegen kann. Und ein Werkzeug, um im Auto ja das, wie soll ich sagen, die Verkleidung abzumachen, um das Kabel vernünftig zu verlegen. Ich tue das jetzt mal alles an eine Seite und packe jetzt mal weiter aus. Ich stelle mal eben die Kamera an eine Seite. So. Kann man auch mal umschneiden. So, gucken wir mal. Leg das mal hier hin. Da, Wolfsbox, da steht dann also noch so ein paar Sachen drauf. Hier ist eine Folie, die mache ich aber erst am Auto ab. Hier ist auch noch mal eine Folie und das nächste Video, was ihr dann dazu sehen werdet, ist dann aus meinem Auto, wenn ich es installiert habe, den Installationsvorgang zu filmen, wäre eigentlich Quatsch. Warum sollte ich das machen? Ne? Ich tue das jetzt einfach mal notdürftig hier rein. Ja, und das war das Unboxing von dieser Kamera hier. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht, ne? Im nächsten Video. Wann das folgt, kann ich nicht sagen. Ich muss das Ding erstmal einbauen. Das wird eine Weile dauern, bis ich die ganzen Kabel verlegt habe. Und dann sage ich Tschüss, euer Uwe. Ciao.